Und jetzt Nano. Heute mit Ingolf Bauer. Und damit recht herzlich willkommen bei Nano. In 2 Wochen beginnen die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro, möglicherweise ohne Russland. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat heute ihren Bericht zu den Doping-Vorwürfen bei den Winterspielen in Sotschi vorgelegt. Und er könnte kaum dramatischer ausfallen. Das ist eines unserer Themen. Hier sind die anderen. Fragwürdige Tipps. Mediziner warnen vor Ernährungsrichtlinien. Und fleißige Hummeln. Pestizide gefährden die Wildbienen. Dass es im Spitzensport sauber zugeht, das haben wir schon lange nicht mehr geglaubt. Aber was dann der Chef der russischen Dopingkontrolleure, der sich in die USA abgesetzt hatte, berichtete, katapultierte den Betrug in ganz andere Dimensionen. 15 der russischen Medaillengewinner in Sotschi seien gedopt gewesen, das Labor hätte auf staatliche Anordnung betrogen. Heute wurde der Untersuchungsbericht vorgestellt. Hinter diesen Mauern hat sich offenbar der größte Dopingskandal aller Zeiten abgespielt. Mitverantwortet von diesem Mann, Gregory Rodchenko. Er leitete das Anti-Doping-Labor in Moskau. Vor wenigen Wochen floh er in die USA und erzählte, was während der Olympiade in Sotschi wirklich passierte. Er behauptete gegenüber der New York Times, dass Urinproben getauscht und Siegel manipuliert wurden. Das alles angeblich mit Geheimdiensthilfe. Wir waren voll ausgerüstet, gut informiert und erfahren. Ganz einfach perfekt vorbereitet für Sotschi wie nie zuvor. Alles lief wie ein Schweizer Uhrwerk. Und weiter? Die Leute feiern die Olympiasieger, während wir da sitzen und ihren Urin austauschen. Ein Schock nicht nur für ehrliche Athleten, sondern auch Wissenschaftler wie Mario Tewes. Der Leiter des Kölner Zentrums für präventive Dopingforschung kennt Rodchenko persönlich und die russischen Labore. Ein solches Ausmaß für ihn unvorstellbar. Als ich das gelesen habe, war ich tatsächlich sehr verblüfft, überrascht und konnte es kaum glauben. Aber die Darstellungen legen nahe, dass dieses Szenario durchaus plausibel erscheint, wenn man denn die Zeit und die Möglichkeiten gehabt hat, das langfristig zu planen. Und das scheint alles in diesem Fall gegeben gewesen zu sein. Der nun vom kanadischen Anwalt Richard McLaren im Auftrag der WADA vorgelegte Bericht bestätigt die schlimmsten Befürchtungen. Während der Olympischen Winterspiele in Sotschi gab es offenbar in Russland ein staatlich gesteuertes Dopingsystem. Dies teilte der WADA-Sonderermittler heute auf einer Pressekonferenz in Toronto der Weltöffentlichkeit mit. Das russische Sportministerium hat das Doping der Athleten und den Austausch von Urinproben angeordnet, kontrolliert und überwacht. Ebenso wie die Beteiligung und Unterstützung des FSB, des CSB und von den Laboren in Moskau und Sotschi. Nun liegt der schwarze Peter bei Thomas Bach und dem IOC. Dort muss letztendlich entschieden werden, ob die gesamte russische Olympiamannschaft von den Spielen in Rio ausgeschlossen wird. Egal wie das IOC entscheidet, bitter ist es immer für jene Sportler, die bisher sauber schienen. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, ein ganz schmaler Grat hier Gerechtigkeit walten zu lassen. Aber wir müssen etwas tun. Wir können nicht die Hände in den Schoß legen. Vergessen Sie bitte auch nicht, dass wir Athleten schützen müssen, was gesundheitliche Gefahren angeht. Denn das blenden wir im Augenblick vollkommen aus, welchen gesundheitlichen Gefahren die Athleten ausgesetzt werden, indem sie hohe Dosen dieser Substanzen zu sich nehmen. Substanzen, die inzwischen von seriösen Dopinglaboren immer öfter und immer genauer herausgefiltert werden können. Neue Testmethoden und modernere Geräte machen es inzwischen möglich. Wenn wir damals Nachweisfenster von etwa 3 Wochen für anabole Steroide hatten, dann sind es heutzutage 6 oder 8 Wochen. Und das kann einen entscheidenden Unterschied machen, wenn wir Proben, die zu Wettkampfzeiten genommen wurden, testen. Für die Zukunft von Olympia lässt das hoffen. Für die vergangenen Spiele der letzten Jahre ist jedoch der Glanz verflogen. Ja, IOC-Chef Thomas Bach hat übrigens heute bereits reagiert. Er sagte heute Nachmittag, das IOC werde nicht zögern, die härtesten Sanktionen gegen jede beteiligte Person oder Organisation zu treffen. Ja, also schauen wir mal, ob Russland in Rio dabei ist. Die Weisheiten von heute sind die Irrtümer von morgen. Das gilt in vielen Bereichen, aber besonders bei der Ernährung.
Mal wird Salz verteufelt, dann ist es doch nicht so schlimm. Mal ist Cholesterin der Buhmann, mal die gesättigten Fettsäuren. Kaum eine Sau, die nicht durchs Dorf gejagt wurde. Die vielen Ernährungsexperten müssen ja auch was zu tun haben. Aber woran soll man sich also halten auf der Suche nach der besten Ernährung? Nun, an den Papst unter den Ernährungsratgebern, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Aber auch das hat seine Tücken. Der Mainzer Wochenmarkt, auch an Regentagen ein Einkaufsparadies. Hier gibt es alles, was der Magen begehrt. Aber ist es auch gesund? Bei Obst und Gemüse kann man nicht viel falsch machen. Die sind voller Vitamine. In Getreideprodukten und Kartoffeln die guten Ballaststoffe. Aber im Fleisch lauern doch Rückstände, oder? Und Cholesterin gilt als gefährlich für Herz und Kreislauf. So sieht es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die uns erklärt, was wir zu essen haben. Angeblich streng nach Wissenschaft verbreitet sie prägnante Ernährungsregeln. Ihr Ernährungskreis soll zeigen, wovon wie viel gesund ist. Fleisch und Eier nur wenig. Wegen der Risiken für Herz und Kreis. Da redigt die DGE seit Jahrzehnten. Kohlenhydrate dagegen aus Getreide und Karton seien immer gesund, sagt die DGE. Das ist gefährlich. Und Hedjo Scholl, Vorsitzender der Akademie für Präventivmedizin, dagegen. Die DGE hinke der Wissenschaft hinterher. Die Ernährungsempfehlungen der DGE sind nach meiner Einschätzung schon mindestens 10 Jahre überholt. Ich halte es für einen schwerwiegenden Fehler, allen viele Kohlenhydrate zu empfehlen, denn gerade in Zeiten von Bewegungsmangel, immer mehr Übergewichtigen, führt eine hohe Kohlenhydratzufuhr, wenn die nicht durch sportliche Aktivitäten verdient ist, zu Problemen mit mehr Fettleber und mehr Diabetes. Auch Peter Navroth, Direktor der Heidelberger Klinik für Stoffwechselkrankheiten, sieht keinen Sinn in den engen Vorgaben der DGE, schon gar nicht als allgemeine Empfehlungen für alle. Es ist nicht richtig, dass der Nahrungskorridor so eng ist und dass anders im Kehrsatz ich genau weiß, welches für Sie die richtige Ernährung ist. Wir Menschen unterscheiden uns mehr als Kostformen und bis jetzt kann ich als Arzt oder als Wissenschaftler nicht vorhersagen, was für Sie die richtige Ernährung ist, wenn ich darunter verstehe, richtige Ernährung als Krankheit verhindern. Das kann ich bis heute nicht. Viele der DGE-Empfehlungen stammen aus sogenannten Beobachtungsstudien. Ernährungsverhalten und Gesundheitszustand vieler Menschen werden dabei protokolliert. So zeigten die Daten tatsächlich einen Zusammenhang zwischen hohem Fleischkonsum und vielen Krankheiten. Doch das ist zunächst nur eine sogenannte Korrelation, eine zufällige Übereinstimmung. Tatsächlich hatten Personen, die viel Gemüse aßen, weniger Krankheiten. Aber auch das ist nur eine Korrelation. Denn Gemüseesser sind auch insgesamt gesundheitsbewusster, rauchen nicht und trinken weniger Alkohol, machen mehr Sport. Betrachtet man die Fleischesser mit demselben gesunden Lebensstil, haben die nicht mehr Krankheiten als die Gemüsefreunde. Korrelationen liefern eben keine Erklärung, keinen Beweis. Peter Navroth wundert sich daher, wie leichtfertig trotzdem mit solchen Korrelationen umgegangen wird. Und er hat einige absurde Beispiele gesammelt. Eine Korrelation ist per se erstmal nur eine Hypothese und muss weiter untersucht werden. Sie ist eine Annahme und so eine Annahme kann absoluter Quatsch sein. Nehmen Sie mal diese Korrelation hier zwischen Scheidungsrate und Margarine. Diese Korrelation ist nichts wert. Nehmen Sie doch die andere Korrelation zwischen Motorradfahren und dem Konsum von saurer Sahne. Wir wissen doch alle, das ist nichts wert. Und nehmen Sie das dritte, es wird immer absurder, die Korrelation zwischen Strangulieren im Bett und dem Konsum von Käse. Es ist offensichtlich, mit Korrelationen kann man Menschen verwirren, man kann Unfug stiften. Und deswegen kennen wir in der Medizin den Unterschied zwischen Beobachtungsstudien und Interventionsstudien. Interventionsstudien zeigen echte Zusammenhänge von Daten. Dazu werden Versuchsteilnehmer zufällig auf 2 Gruppen verteilt. Nur eine Gruppe erhält eine Intervention, beispielsweise besonders viel tierisches Fett. Dann wird untersucht, ob sich zwischen den Gruppen Unterschiede in der Gesundheit entwickeln. Diese Studien zeigten, eine Gefahr durch tierisches Fett, wie die DGE sie sieht, gibt es nicht.
Präventionsmediziner Johannes Scholl kritisiert, dass die DGE mit ihren Empfehlungen an den wahren Problemen mittlerweile vorbeizielt. Die Fokussierung der DGE auf die bösen Fette, die gesättigten Fette werden die genannt, war ebenfalls nicht richtig. Wir haben ganz andere Probleme, die mehr in Richtung einer zu hohen Zuckerbelastung, insbesondere bei Bewegungsmangel gehen. Und betrachtet man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, dann haben die Leute weniger Fett gegessen und sind dicker geworden. Offensichtlich hat das ja so nicht funktioniert. Doch warum hält die DGE so beharrlich an ihren Positionen fest? Ist es ihr peinlich zuzugeben, dass sie mittlerweile mit ihren Empfehlungen oft daneben liegt? Ich kenne hervorragende Wissenschaftler bei der DGE, die so etwas Falsches nicht sagen würden. Ich kenne natürlich auch die, die das weiterhin verbreiten. Ich glaube, nicht Peinlichkeit ist das Problem, sondern es ist die Ersatzreligion Ernährung und die Ersatzreligion Lebensstil, der wir anhängen. Die perfekte Ernährung, es gibt sie nicht. Zum Glück. Sonst wären wir vermutlich längst ausgestorben. Stattdessen hat sich unser Körper in Millionen Jahren Evolution an ganz unterschiedliche Ernährungsbedingungen angepasst. Und so bleibt eine wesentliche Erkenntnis gültig: abwechslungsreich essen. Ja, das kann natürlich auf keinen Fall schaden. Aber wenn die richtige Ernährung tatsächlich so individuell ist, wie soll man dann eigentlich herausfinden, was gut für einen ist? Viele gehen es ja ganz kopfig an und machen eine Ideologie daraus. Die Paläolisten zum Beispiel. Sie ernähren sich nur von Fleisch, wie in der Steinzeit, da es ja seit der Erfindung der Kartoffel angeblich mit der Menschheit bergab geht. Nun, die meisten allerdings lassen sich bei ihren Essgewohnheiten einfach von ihrem Appetit leiten. Allerdings ist auch der nicht unbestechlich. Essen ist Psychologie pur. Das kennt jeder. Egal, wie sehr man sich vorgenommen hat, gesund zu essen, an der Chipsschüssel auf der Party kommt kaum jemand vorbei. Denn wenn es ums Essen geht, lassen wir uns von unserem sozialen Umfeld ganz schön beeinflussen. Unsere Mitesser zum Beispiel bestimmen, wie viel wir essen. Sitzt jemand Schlankes neben uns, der viel isst, langen wir auch besonders gern zu, scheint ja nicht zu schaden. Sitzen wir aber neben jemandem mit Übergewicht, der viel isst, ist das eher abschreckend. Den gesündesten Einfluss auf uns haben schlanke Mitesser, die kleine bis normale Portionen essen. Auch Gefühle spielen eine Rolle beim Essen. Negative Emotionen werden kompensiert, man belohnt sich gern mit Essen. Leibspeisen aktivieren das Belohnungszentrum im Gehirn. Übergewichtige Menschen brauchen übrigens nachweislich mehr Reize als Normalgewichtige, um die gleiche Befriedigung zu spüren. Haben wir soziale Vorbilder und wissen, was sie am liebsten essen, kann uns auch das beeinflussen. Und das fängt früh an. Für ein Experiment sollten sich Kindergartenkinder ein beliebtes Kind vorstellen, das viel Fastfood isst. Prompt wollten auch sie selbst mehr Burger. Am besten ist es aber ohne Vorbild. Wer von sich aus am liebsten Gesundes isst, profitiert auch stärker davon. Wer nämlich gezwungen wird, statt etwas Süßem etwas Gesundes zu essen, hat danach schneller wieder Hunger als der, der sich freiwillig dazu entschieden hat. Wer hingegen das Süße verordnet bekommt, hat weniger Schuldgefühle, ist kreativer und besser konzentriert als der, der aus freien Stücken gesündigt hat. Aber Vorsicht! Wer mittags zu etwas besonders Gesundem gegriffen hat, ist abends akut rückfallgefährdet. Lizenzierungseffekt nennen das Psychologen. Selbstbetrug würde auch gut passen. Wenn es ums Essen geht, sind wir einfach leicht durchschaubar. Naja, manchmal aber auch nicht. Da ernährt sich jemand vorbildlich, ist ausgewogen, treibt Sport, hat sein Gewicht im Griff. Und trotzdem ist er oder sie extrem herzinfarktgefährdet. Wegen einer genetischen Abweichung kann der Körper dann das Cholesterin nicht ausbalancieren. Er hat das schädliche Blutfett nicht unter Kontrolle. Bisher mussten Patienten dann umstrittene Statine nehmen. Jetzt gibt es eine revolutionär neue Therapie, nämlich Antikörper. Annemarie Meyer hat immer gesund gelebt. Sie ist sportlich und ernährt sich ausgewogen. Doch trotzdem muss sie regelmäßig ins Wiener Krankenhaus Hietzing auf die Stoffwechselambulanz. Sie leidet an einer Fettstoffwechselstörung, die vererbt wird. Bei ihrer Mutter war bereits im Alter von 57 Jahren eine Herzoperation nötig. Sie hat dann drei Bypässe gekriegt. Und dort im Krankenhaus
haben sie sehr aufmerksam gemacht, dass das eventuell eine familiäre Sache sein kann und sie soll ihre Kinder untersuchen lassen. Und das hat sie mir eben dann auch erzählt und ich bin dann ins Krankenhaus gegangen. Und es war tatsächlich so, dass ich damals, also ich war vor 20 Jahren 32, hatte ich einen LDL-Wert von 368, ein Gesamtcholesterin 440. Also ich bin dann aus allen Wolken gefallen, weil ich war bis dorthin nicht Blut untersuchen. Und es hat eigentlich bestätigt, dass es eine familiäre Krankheit ist bei uns. Annemarie Meyers Großmutter verstarb an einem Herzinfarkt. Und auch eine Tante und zwei ihrer drei Kinder haben die familiäre Hypercholesterinämie. Bei dieser angeborenen Stoffwechselstörung gelingt es nicht immer, mit den üblichen cholesterinsenkenden Tabletten die Blutfette ausreichend zu senken. Die Folgen können Gefäßverkalkungen, Schlaganfall und Herzinfarkt bereits in jungen Jahren sein. Um dem vorzubeugen, spritzt sich Annemarie Meyer jetzt ein neues Medikament, das ganz gezielt den LDL-Spiegel, also das sogenannte böse Cholesterin, sehr stark senken kann. Sie hat jetzt ein LDL von nur 47 und ein Gesamtcholesterin von 125. Das sind Antikörper gegen ein Enzym, das eine große Rolle im Fettabbau spielt. Und wenn man diese Antikörper alle 14 Tage subkutan verabreicht, also in den Bauch spritzt, erreicht man eine zusätzliche Senkung der bösen Fettwerte um ca. 60%. Der Amerikaner Michael Brown hat gemeinsam mit seinem Kollegen Joseph Goldstein die wissenschaftliche Basis für die Entwicklung der blutfettsenkenden Medikamente geschaffen. Für ihre Entdeckung des Cholesterinstoffwechsels erhielten die beiden 1985 den Medizinnobelpreis. Beim Europäischen Arteriosklerose-Kongress, der dieses Jahr in Innsbruck stattfand, hielt Michael Brown einen Vortrag. Die erste Entdeckung war, dass es einen Rezeptor gibt, der LDL-Partikel aus dem Blut aufnehmen kann. Und das, denke ich, war der Grund, warum das Nobelpreiskomitee aus Stockholm uns den Nobelpreis verliehen hat. Denn es handelte sich bei der Entdeckung um eine bislang unbekannte biologische Funktion. Niemand wusste damals, dass ein Rezeptor tatsächlich Partikel aus dem Blut aufnehmen und in eine Zelle transportieren kann. Und es stellte sich heraus, dass das eine allgemeine Eigenschaft von Zellen ist. Und wir waren die Ersten, die das beobachtet hatten. And we were the first to observe that. An diese Rezeptoren bindet ein Protein mit dem Namen PCSK9. Es ist für die Entfernung von LDL aus dem Blut durch die Leber verantwortlich. Das neue Medikament hemmt dieses Protein. So können die Leberzellen mehr LDL entfernen, der Cholesterinspiegel sinkt. Bis damals war uns nicht klar, warum der Körper ein solches Protein erzeugen sollte, das die eigenen Rezeptoren zerstörte. Aber er tut es tatsächlich. Jeder Mensch hat PCSK9 im Blut und deshalb hat niemand von uns die maximale Anzahl von Rezeptoren, da PCSK9 stets einige von ihnen zerstört. Deshalb entwickeln die Menschen Antikörper, die an PCSK9 anbinden und sie daran hindern, Rezeptoren zu zerstören. Und somit sinkt die LDL-Konzentration im Blut. So the LDL level goes down. Eine wichtige Untersuchung bei hohen Blutfetten ist ein Ultraschall der Halsschlagadern, der gefährliche Ablagerungen und Einengungen aufspüren kann. Elisabeth Kögel erlitt vor 1,5 Jahren innerhalb von einer Woche 2 Herzinfarkte. Anschließend wurden ihr zur Cholesterinsenkung Statine verschrieben. Doch sie bekam schwere Nebenwirkungen, starke Muskelschmerzen. Daher zahlt jetzt die Krankenkasse das neue gezielte Medikament. Wirkt fantastisch, hat ca. 80% Senkung vom LDL-Cholesterin gebracht, was außergewöhnlich viel ist. Aber wir wissen, dass das Ansprechen der Patienten auch unterschiedlich ist. Und ich persönlich würde lieber mit dem LDL von 31 nach dem Herzinfarkt schlafen gehen, als mit dem doch sehr hohen LDL-Cholesterin, das sie vor der Therapie gehabt hat. Neben Menschen mit vererbtem hohem Cholesterinspiegel sind Patienten wie Elisabeth Kögel, die die übliche Therapie nicht vertragen, die Zielgruppe für die Injektionen. Ich habe überhaupt keine Nebenwirkungen, überhaupt nichts. Also es geht mir gut und vor allem der psychische Druck ist ja auch weg. Nicht? Und auch familiär ist es natürlich ganz was anderes. Wir können wieder was tun, wir können was unternehmen. Vorher war ja das immer... auch mit dem Essen. Also ich habe mir nicht mehr getraut, irgendwo hin essen zu gehen. Ich habe immer gedacht, im Hinterkopf hat es immer gedickt, Cholesterin. Vor allem in Österreich gibt es herrliche Speisen. Ich habe diese wirklich genossen und es wäre sehr schade, wenn ich sie nicht essen könnte.
Wie viele Europäer einen angeborenen hohen Cholesterinspiegel haben, ist nicht bekannt. Die Dunkelziffer ist hoch. Experten schätzen etwa 30.000 in Österreich, 400.000 in Deutschland, von denen allerdings nur ein kleiner Teil die teuren Spritzen benötigen wird. Es ist erstaunlich, dass auch 30 Jahre nach dem Nobelpreis immer noch in etwa 80%, auch da gehen die Schätzungen ein bisschen auseinander, noch nicht einmal von ihrer Diagnose wissen. Die neuen Medikamente haben jedenfalls Schwung in die Forschung gebracht. Gentests sollen jetzt helfen, Betroffene mit vererbtem hohen Cholesterin zu identifizieren. Annemarie Meyer unterstützt die Wirkung der Injektionen mit regelmäßiger Bewegung und gesunder Ernährung. Mir hat mein Hausarzt gesagt, dass ich jetzt eigentlich geheilt bin. Ja, also Sie sind jetzt geheilt, hat er gesagt. Das war so eine schöne, frohe Botschaft für mich, ja, weil ich schon immer überlegt habe, wie geht das weiter, wie lang kann ich Leistung bringen, wann wird es eintreffen, dass ich irgendwelche Defekte kriege. Annemarie Meyer geht es nach wie vor sehr gut, auch dank der medizinischen Forschung. Erst sterben die Bienen, dann der Mensch, soll Albert Einstein sinngemäß mal gesagt haben. Auch wenn seit langem schon die Bienenbestände schrumpfen, die ultimative Bienenapokalypse ist zum Glück ausgeblieben. Wahrscheinlich sind die Varroamilbe, aber auch Pflanzenschutzmittel wie die Neonicotinoide am Bienensterben schuld. Bei der Konzentration auf die Honigbiene hat man ihren Verwandten, nämlich die Hummel, bisher fast vergessen. Auch sie scheint vom Aussterben bedroht und das wäre dramatisch. Der Zoologe und Neurobiologe Randolf Menzel forscht seit über 50 Jahren zu Bienen. Er hat gezeigt, welche Wege Bienen beim Pollensammeln zurücklegen. Und er hat bewiesen, dass Pflanzenschutzmittel wie neonicotinoide Drogen fürs Bienengehirn sind. In fataler Weise beeinträchtigen sie die Fähigkeit der Bienen, Entscheidungen zu treffen. Jetzt geht es ihm um die Hummeln. Auch sie reagieren auf Pestizide und Nahrungsmangel weitaus stärker als die Honigbienen. Genau das will Randolf Menzel mit Daten belegen und hat dafür ein neues Forschungsprojekt aufgelegt. Wie orientieren sich Hummeln in der Landschaft, wenn sie unter Stress stehen? Sieht ganz gut aus, ne? Hummeln sind empfindlicher gegenüber den Umweltsituationen, denen sie ausgesetzt sind. Und deswegen mache ich mir kräftig Sorgen, denn es bedeutet ja, dass eine ganze Art von bestäubenden Insekten verschwinden kann, ohne dass uns das richtig auffällt. Entsteht keine neue Hummelkönigin, gibt es im nächsten Jahr kein neues Hummelvolk. Die Sorge um die prominentesten Vertreter der Wildbienen teilt Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Wir haben wenig Informationen zu Bestandesentwicklungen. Es gibt nur Einstufungen in Bezug auf Gefährdung, rote Listen etc. Und da sind sehr viele der deutschen Bestäuber gelistet. Vor allem auch sehr viele Hummeln sind mit dabei, die sehr stark zurückgehen. Es gibt auch viele Pflanzen, die mit der Honigbiene allein eben nicht klarkommen. Die Vielfalt der Bestäuberinsekten ist für unser Nahrungsangebot entscheidend. Sie besuchen in unterschiedlichen Anteilen unsere Kulturpflanzen. Beispiel Ackerbohnen. Hier sind Hummeln die Hauptbestäuber. Bei Erdbeeren ergänzen sich Hummeln und Honigbienen. Ein Viertel der Apfelblüten wird von Honigbienen bestäubt. Den größten Teil übernehmen Wildinsekten. Bei Rapsblüten überwiegen Fliegen und Falter die anderen Bestäuber. Längst haben Studien gezeigt, durch Wildinsekten statt durch Wind bestäubtes Obst und Gemüse erbringt größere und gleichmäßigere Früchte. Und es weist höhere Vitamingehalte auf. Anders als Honigbienen fliegen Hummeln schon früh morgens, auch wenn es noch ziemlich kalt ist. Sie beherrschen als einzige die Vibrationsbestäubung. Sie klammern sich an der Blüte fest und schütteln den Pollen heraus. Und viele Arten haben längere Rüssel und kommen damit in tiefere Blütenkelche. Bei der Nahrungssuche legen sie weite Wege zurück. Sich zurechtzufinden ist für sie überlebenswichtig. Wir möchten ganz gerne bei diesem Versuch rausbekommen, wie die Hummeln es schaffen, über große Strecken immer wieder sicher zu ihrem Volk zurückzufinden. Um die Hummeln bei ihren Orientierungsflügen zu verfolgen, nutzen die Forscher ein spezielles Radarsystem. Dafür befestigen sie auf dem Rücken der Tierchen einen Transponder, eine winzige Antenne, die später wieder abgenommen wird.
Diese Antenne ist sehr leicht und wiegt etwa 20 Milligramm. Es sieht beschwerlich aus, doch für die Hummeln ist es kein Problem. Mit dem Transponder können sie auf der Strecke von einem Kilometer erfasst werden. In der für die Hummeln nahrungsarmen Landschaft haben die Wissenschaftler eine künstliche Futterstelle eingerichtet. Sie hoffen, dass die mit Transpondern versehenen Hummeln die Nektartankstelle rasch annehmen. Das Radar sendet ein Signal aus, das von den Transpondern aufgenommen und in einer anderen Frequenz zurückgeworfen wird. Jedes zurückgeworfene Signal wird aufgezeichnet und auf dem Monitor erscheint ein grüner Punkt, die Hummel, deren Flugbewegungen verfolgt werden. Der Nachteil des verwendeten Radars, er funktioniert nur, wenn die Hummel nicht höher als 10 Meter und nicht in Bodennähe fliegt. Muss sich jetzt in der Gegend auskennen. Wir wollten sehen, ob sie jetzt nach der Entdeckung ganz gezielt zwischen diesen beiden Punkten, Stock und entdeckte Futterstelle, zielstrebig hin und her fliegen können. Und das hat unser Radargerät wunderbar gezeigt. Sie sind also in der Lage, zwei Orte in ihrem Landschaftsgedächtnis festzuhalten und dann die kürzeste Strecke zwischen diesen Orten zurückzulegen. Hummeln setzen, davon geht Randolf Menzel aus, wie die Honigbienen, die Strukturen der Landschaft zu einer inneren Karte zusammen, die sie ständig überarbeiten. Diese Gehirnleistung wird enorm gefordert in der besonderen Landschaft, in der die Hummeln sich bewegen. Es ist eine Industrielandschaft. Sie ändert sich ständig unter dem Einfluss des Menschen. Und wenn sie zudem jetzt noch gestört werden, etwa mit Pestiziden, dann natürlich wird es schwierig. Dann werden sie regelrecht gefährdet. Um den Hummeln zu helfen, braucht es also noch viele Daten. Dazu gehört auch zu erfassen, welche Arten es noch gibt. Jeder kann sich daran beteiligen. In den Niederlanden haben Hummelzählungen große Verluste aufgezeigt. Hummelzählungen wären ein sehr guter Einstieg, ist auf Deutschland bezogen, um überhaupt für unsere ganze Nation eine Vorstellung zu bekommen, wie es im Detail aussieht, auch geografisch differenziert. Es gibt ähnliche Zählungen, zum Beispiel in Irland, zum Teil auch in Österreich. Also einige andere Länder fangen damit auch an, das auf großem Stil zu machen. Und wir haben die Absicht, das Ganze in Kooperation mit vielen Fachkollegen innerhalb Deutschlands, auch außerhalb Deutschlands, standardisiert in, soll man sagen, in den nächsten Jahren auf die Beine zu stellen. Hummeln gehören wie die Honigbienen zu unseren wichtigsten Bestäuberinsekten. Nur wenn wir es schaffen, ihre Lebensgrundlagen zu erhalten und nicht weiter in Agrarwüsten zu verwandeln, profitieren wir auch in Zukunft von ihren Dienstleistungen. Ja, eigentlich traurig, dass wir beim Artenschutz immer argumentieren müssen, dass der Mensch auch verliert, wenn die Natur verliert. Wir sind morgen mit unseren Dienstleistungen wieder für Sie da. Bis dahin, bis nachher. Auch Wissenschaftler wie Mario Tewes. Der Leiter des Kölner Zentrums für präventive Dopingforschung kennt Rodchenko persönlich und die russischen Labore. Ein solches Ausmaß für ihn unvorstellbar. Als ich das gelesen habe, war ich tatsächlich sehr verblüfft, überrascht und konnte es kaum glauben. Aber die Darstellungen legen nahe, dass dieses Szenario durchaus plausibel erscheint, wenn man denn die Zeit und die Möglichkeiten gehabt hat, das langfristig zu planen. Und das scheint alles in diesem Fall gegeben gewesen zu sein. Der nun vom kanadischen Anwalt Richard McLaren im Auftrag der WADA vorgelegte Bericht bestätigt die schlimmsten Befürchtungen. Während der Olympischen Winterspiele in Sotschi gab es offenbar in Russland ein staatlich gesteuertes Dopingsystem. Dies teilte der WADA-Sonderermittler heute auf einer Pressekonferenz in Toronto der Weltöffentlichkeit mit. Das russische Sportministerium hat das Doping der Athleten und den Austausch von Urinproben angeordnet, kontrolliert und überwacht. Ebenso wie die Beteiligung und Unterstützung des FSB, des CSB und von den Laboren in Moskau und Sotschi. Nun liegt der schwarze Peter bei Thomas Bach und dem IOC. Dort muss letztendlich entschieden werden, ob die gesamte russische Olympiamannschaft von den Spielen in Rio ausgeschlossen wird. Egal wie das IOC entscheidet, bitter ist es immer für jene Sportler, die bisher sauber schienen.
Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, ein ganz schmaler Grat hier Gerechtigkeit walten zu lassen. Aber wir müssen etwas tun. Wir können nicht die Hände in den Schoß legen. Vergessen Sie bitte auch nicht, dass wir Athleten schützen müssen, was gesundheitliche Gefahren angeht. Denn das blenden wir im Augenblick vollkommen aus, welchen gesundheitlichen Gefahren die Athleten ausgesetzt werden, indem sie hohe Dosen dieser Substanzen zu sich nehmen. Substanzen, die inzwischen von seriösen Dopinglaboren immer öfter und immer genauer herausgefiltert werden können. Neue Testmethoden und modernere Geräte machen es inzwischen möglich. Wenn wir damals Nachweisfenster von etwa 3 Wochen für anabole Steroide hatten, dann sind es heutzutage 6 oder 8 Wochen. Und das kann einen entscheidenden Unterschied machen, wenn wir Proben, die zu Wettkampfzeiten genommen wurden, testen. Für die Zukunft von Olympia lässt das hoffen. Für die vergangenen Spiele der letzten Jahre ist jedoch der Glanz verflogen. Ja, IOC-Chef Thomas Bach hat übrigens heute bereits reagiert. Er sagte heute Nachmittag, das IOC werde nicht zögern, die härtesten Sanktionen gegen jede beteiligte Person oder Organisation zu treffen. Ja, also schauen wir mal, ob Russland in Rio dabei ist. Die Weisheiten von Wesen, das Labor hätte auf staatliche Anordnung betrogen. Heute wurde der Untersuchungsbericht vorgestellt. Hinter diesen Mauern hat sich offenbar der größte Dopingskandal aller Zeiten abgespielt. Mitverantwortet von diesem Mann, Gregory Rodchenko. Er leitete das Anti-Doping-Labor in Moskau. Vor wenigen Wochen floh er in die USA und erzählte, was während der Olympiade in Sochi wirklich passierte. Er behauptete gegenüber der New York Times, dass Urinproben getauscht und Siegel manipuliert wurden. Das alles angeblich mit Geheimdiensthilfe. Wir waren voll ausgerüstet, gut informiert und erfahren. Ganz einfach perfekt vorbereitet für Sochi wie nie zuvor. Alles lief wie ein Schweizer Uhrwerk. Und weiter? Die Leute feiern die Olympiasieger, während wir da sitzen und ihren Urin austauschen. Ein Schock nicht nur für ehrliche Athleten, sondern auch. Und jetzt Nano. Heute mit Ingolf Bauer. Und damit recht herzlich willkommen bei Nano. In 2 Wochen beginnen die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro, möglicherweise ohne Russland. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat heute ihren Bericht zu den Doping-Vorwürfen bei den Winterspielen in Sochi vorgelegt. Und er könnte kaum dramatischer ausfallen. Das ist eines unserer Themen. Hier sind die anderen. Fragwürdige Tipps. Mediziner warnen vor Ernährungsrichtlinien. Und fleißige Hummeln. Pestizide gefährden die Wildbienen. Dass es im Spitzensport sauber zugeht, das haben wir schon lange nicht mehr geglaubt. Aber was dann der Chef der russischen Dopingkontrolleure, der sich in die USA abgesetzt hatte, berichtete, katapultierte den Betrug in ganz andere Dimensionen. 15 der russischen Medaillengewinner in Sochi seien gedopt gewesen.